Hallo und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es um die Frage, wie kann man eigentlich Rapper werden? Du interessierst dich für Rapmusik und würdest gerne vielleicht auch mal ein bekannter Rapper werden. Wie funktioniert das eigentlich? Da wollen wir heute mal ein bisschen drüber reden. Und das ist heute wirklich anders als früher, weil du heutzutage dank der Macht der sozialen Medien auch als Newcomer theoretisch sehr schnell aufsteigen kannst. Nutzen könntest du sowas wie YouTube zum Beispiel, TikTok könnte man gut nehmen, theoretisch würde auch sowas wie Instagram funktionieren, aber ich denke mal, YouTube und TikTok wären da momentan deine besten Möglichkeiten, um möglichst schnell viral zu gehen. Also das ist natürlich angenommen, du kannst schon ein bisschen was und hast vielleicht ein Talent dafür. Du fragst dich vielleicht auch, wie lerne ich denn überhaupt die Grundlagen? Da gibt es viele Möglichkeiten. Manche Leute lassen sich coachen, zum Beispiel von erfahrenen Rappern. Auf YouTube gibt es auch nützliche Tutorials. Einfach mal da eingeben, rappen lernen. Da gibt es echt gute Tutorials. Kann ich durchaus empfehlen. Das macht schon Spaß, so zu üben. Klar, wenn es professioneller werden soll, brauchst du halt Erfahrung, immer weitermachen. Ja. Den Beat richtig hinbekommen, die Texte richtig schreiben, falls du sie selbst schreibst, ja. Das ist eigentlich nur Erfahrungssache, du musst dich nur dafür interessieren, auch immer gucken, was ist gerade neu, was hören die Leute überhaupt so. Kann ich mich da in irgendeiner Art und Weise auch positionieren bei diesen Themen, ja. Genau, ansonsten gibt es tausende Tutorials auf YouTube, lass dich eventuell coachen, da gibt es viele Möglichkeiten. Mit Erfahrung wirst du besser und nutzt vielleicht die sozialen Medien wie TikTok oder YouTube, um viral zu gehen. Ja, ich hoffe, der ein oder andere Tipp hat dir weiter geholfen. Danke fürs Zuhören. Alles Gute. Ciao.